Allein der Titel macht schon deutlich, dass Scheler den Menschen im Kosmos verortet sieht und sich fragt, was die Besonderheit des Menschen in diesem gesamten Kosmos ausmacht. Scheler geht aus von einer Scala Naturae, einer Skala der natürlichen Dinge. Und er sieht den Menschen in einer Stufenfolge von Pflanzen, von Tieren und dann eben der Mensch. Auf dieser Scala Naturae gibt es an der untersten Stelle so etwas, was Scheler den Gefühlsdrang nennt. Psychische Kräfte, sagt Scheler, sind es, die er beschreibt, und Pflanzen haben als psychische Kraft nur diesen Gefühlsdrang. Tiere verfügen über mehr. Sie verfügen über Instinkt, sie verfügen über ein assoziatives Gedächtnis und, das ist interessant bei Scheler, sie verfügen über eine organisch gebundene praktische Intelligenz. Sie wissen das von höherstufigen Tieren, dass sie über eine praktische Intelligenz verfügen, dass sie etwas lernen können, dass sie Aufgaben lösen können. Diese praktische Intelligenz ist bei Tieren organisch gebunden. Bei Menschen ist das, und da wird Scheler schwierig und spekulativ, bei Menschen ist das anders. Denn der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er Geist ist, dass er ein geistiges Wesen ist. Unter dem Geist versteht Scheler zum einen so etwas wie die Sachlichkeit des Menschen. Der Mensch kann Dinge als richtig erkennen, unabhängig von seinen eigenen Interessen, die er damit verfolgt. Er kann ferner über sich selbst nachdenken, etwas, was den Tieren fehlt. Die Tiere können nicht über sich als Lebewesen oder als spezifisches Tier nachdenken. Das ist etwas, was nur dem Menschen zukommt. Als geistige Wesen sind wir nicht triebgebunden. Wir sind auch nicht umweltgebunden, sondern wir sind offen für neue Erfahrungen, offen für die Welt. Weltoffenheit ist das Stichwort, was Scheler dort beschreibt. Man könnte noch viel über Max Scheler sagen. Insbesondere über den Begriff des Geistes bei Max Scheler, den ich hier nur angedeutet habe und der eine breite philosophische Tradition bis in die Antike hat. Aber ich möchte mich dem zweiten und dritten Philosophen zuwenden. Zunächst Helmut Plessner. Helmut Plessner hat eines mit Arnold Gehlen gemeinsam. Beide sind dezidiert antimetaphysisch, also wenden sich gegen die Art und Weise, den Menschen zu verstehen, wie sie Max Scheler betreibt. Beide sind wesentlich weniger spekulativ. Plessners, wir erinnern uns, ebenfalls 1928 herausgegebenes Hauptwerk Die Stufen des Organischen und der Mensch. Plessners Titel ist Programm. Und Sie können schon vom Titel her ahnen, worum es ihm geht. Im Zentrum der Überlegungen von Plessner steht das, was er exzentrische Positionalität des Menschen genannt hat. Unter Positionalität versteht Plessner die Fähigkeit eines Lebewesens, eine Grenze zu ziehen, sich selber abzugrenzen. Wir sprechen ja auch davon, dass jemand Position bezieht. Und Position zu beziehen, heißt, sich von anderen zu unterscheiden, sich abzugrenzen. Tiere sind nun immer zentrisch, auf sich bezogen. Plessner sagt, dass der Mensch exzentrisch ist. Denn Tiere können sich nicht selber zum Gegenstand machen, wie es der Mensch kann. Tiere können sich nicht vergegenständlichen, quasi von außen anschauen und dadurch Distanz zu sich gewinnen, das ist etwas, was dem Menschen möglich ist, einen Standpunkt außerhalb seiner selbst anzunehmen. Im Zentrum von Arnold Gehlens Überlegungen steht das Verhältnis von Mensch und Institution. Der Mensch ist, mit einem berühmten Wort von Gehlen, ein Mängelwesen. Ihm mangelt es an Instinkten. Der Mensch weiß, weil es ihm an Instinkten mangelt, nicht, wie er sich verhalten soll. Und in dieser Situation, die eigentlich den Menschen heillos überfordert, kommen ihm jetzt Institutionen entgegen. Institutionen bedeuten nicht
große Gebäude, in die der Mensch rein und raus geht, sondern das sind oft soziale Konstrukte, wie zum Beispiel Ehe und Familie, wie bestimmte Staatsformen, wie Gruppenzugehörigkeit und so weiter und so weiter. Institutionen also, die eine bestimmte Kultur herausgebracht hat. Gehlens Kampfansage gilt denen, die Institutionen aufheben wollen. Für Gehlen ist es besser, in einer ungerechten Institution zu leben, als in gar keiner Institution zu leben. Und wenn Sie ein wenig mit der Philosophie von Jürgen Habermas vertraut sind, dann können Sie sehr schnell sich denken, dass Habermas diese These natürlich völlig unakzeptabel findet. Sie sehen, dass alle drei Anthropologen, Max Scheler, Arnold Gehlen und Helmut Plessner, trotz ihrer Abgrenzung gegenüber der Naturwissenschaft und der Metaphysik immer wieder angewiesen sind auf Gesprächspartner in der Naturwissenschaft und in der Metaphysik. Bei Scheler ist das ganz deutlich gewesen, denn wenn Scheler davon spricht, dass der Mensch Geist ist, stellt er sich in diese metaphysische Tradition. Bei Gehlen, dem Mensch als Mangelwesen, ist der Gesprächspartner nicht der Metaphysiker, sondern die empirische Wissenschaft, die Biologie insbesondere oder auch die Verhaltensforschung. Ergebnisse dieser empirischen Wissenschaften werden fruchtbar gemacht für die philosophische Anthropologie, für die spezifische Aufgabe, das Wesen des Menschen zu bestimmen. Und insofern kommt auch eine philosophische Anthropologie heute nicht umhin, in engem Dialog mit philosophischen, aber auch mit naturwissenschaftlichen oder humanwissenschaftlichen Disziplinen in einem Dialog zu stehen. Wir werden sehen, dass wir auch in dieser Vorlesungsreihe immer mal wieder in andere Gebiete der Philosophie hineinschielen werden, zum Beispiel in die Metaphysik oder in die Religionsphilosophie. Wir werden aber auch empirische Studien aufnehmen, gerade dann, wenn wir uns zum Beispiel mit dem Problem beschäftigen, was es eigentlich heißt, eine menschliche Identität auszubilden oder wenn wir uns mit dem Problem der Arbeit beschäftigen werden. Die philosophische Anthropologie geht da so einen Mittelweg. Sie möchte etwas über das Wesen des Menschen sagen, ohne diese Antworten und diese Fragestellungen auf andere philosophische oder auf empirische Disziplinen reduzieren zu können, aber sie muss im Dialog mit diesen anderen Wissenschaften bestehen. Damit die folgenden Überlegungen einen klareren Rahmen bekommen, möchte ich damit beginnen, Ihnen ein Modell des Menschen vorzustellen. Keine Theorie, nichts Tiefes, sondern ein Handwerkszeug, mit dem wir in dieser Vorlesungsreihe immer wieder arbeiten werden. Es geht um eine Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung von dem Leben, was wir leben, und der Einstellung, die wir zu diesem Leben haben. Ich möchte von zwei Ebenen sprechen, wenn wir den Menschen verstehen wollen. Einmal von der Ebene des gelebten Lebens, zum Zweiten von der Ebene des Menschen, der sein Leben lebt. Das mag etwas kompliziert klingen am Anfang, ist aber der Sache nach recht einfach. Die Ebene des gelebten Lebens, das ist die Ebene der dritten Person. Das heißt, das, was eine dritte Person beobachten könnte von dem, was in unserem Leben passiert. Was wir machen, was wir sagen. Kurz, die Frage, wie wir eigentlich die 24 Stunden füllen, die wir jeden Tag vor uns haben. Aber der Mensch ist nur ungenügend dadurch beschrieben, dass man sagt, er schläft, er steht auf, er braut sich seinen Kaffee, er fährt zur Arbeit, er fährt wieder nach Hause, macht Feierabend, schaltet den Fernseher an, trinkt vielleicht noch ein Glas Wein oder ein Bier und geht dann zu Bett, um wieder aufzustehen und so weiter und so weiter. Also der Mensch ist ungenügend beschrieben, wenn wir nur verstehen, was faktisch ihm passiert auf der Ebene des gelebten Lebens. Viel wichtiger für uns Menschen ist, dass wir uns zu dem, was mit uns passiert, was in unserem Leben geschieht, dass wir uns dazu verhalten.
Wir haben eine innere Einstellung gegenüber den Dingen, die uns passieren. Und diese Art der Einstellung, die kann zweifach sein. Es ist zum einen eine kognitive Einstellung, es ist zum zweiten eine emotionale Einstellung, die wir unserem gelebten Leben gegenüber haben. Wir werden zwar später, wenn wir uns in der dritten Vorlesung mit Emotionen beschäftigen, noch sehen, dass man diese beiden Einstellungen nicht so klar auseinanderhalten kann, aber um des Modells und um der Einfachheit willen wollen wir an dieser Stelle noch einmal annehmen, dass es tatsächlich diese beiden Einstellungen gibt. Die beiden Einstellungen sind ganz deutlich. Es ist ja so, dass bestimmte Dinge, die in unserem Leben passieren, uns gefallen, dass wir uns darüber freuen, dass wir froh sind oder traurig sind, dass bestimmte Dinge passieren. Und das ist unsere innere Haltung, unsere innere Einstellung, die wir diesem äußeren Ereignis entgegenbringen. Und zum Zweiten denken wir über das, was in unserem Leben passiert. Wir werten das, was passiert. Wir machen uns unsere Gedanken über das, was in unserem Leben passiert. Wir finden es gut oder wir finden es schlecht. Man kann die beiden Einstellungen, die kognitive und affektive Einstellungen, also die emotionale Einstellung unserem Leben gegenüber, noch einmal ein bisschen weiter treiben. Man könnte zum Beispiel darauf hinweisen, dass wir auch so etwas haben wie eine kognitive Einstellung unserer affektiven Einstellung gegenüber. Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, dass, nennen wir ihn Max, ein eigentlich ganz ausgeglichener Mensch, bei einer Sache innerlich immer an die Decke gerät. Wenn er jemanden sieht, der sich die Nase schneuzt und nachdem er das getan hat, das Taschentuch öffnet, um zu schauen, was er da eigentlich produziert hat. Und Max kann gar nicht anders, ihn ekelt das an. Und die Vorstellung, mit einem solchen Menschen, wenn er etwas erkältet ist, Zeit zu verbringen, die findet er grauenvoll. Aber andererseits denkt sich Max auch, was bin ich eigentlich für ein komischer Vogel, dass mich das so aufregt. Und diese Wertung, diese Nachdenklichkeit gegenüber der emotionalen Reaktion, gegenüber dem, was auf der Ebene des gelebten Lebens passiert, diese Art Einstellung zweiter Ordnung, die gibt es eben bei uns Menschen auch. Wir können noch einmal affektiv zu unserer affektiven Einstellung Stellung nehmen. Wir können zum Beispiel so etwas haben wie Angst vor der Angst. Wir haben Angst davor, dass wir durch eine Prüfung fallen, aber nicht die Angst davor, durch die Prüfung zu fallen, ist das eigentliche Problem, sondern die Angst davor, dass die Angst wiederkommt, durch die Prüfung zu fallen. Und so weiter und so weiter. Mir kommt es in der Vorlesungsreihe nicht darauf an, die verschiedenen Ebenen genau zu differenzieren, die die innere Einstellung des Menschen zu dem, was das gelebte Leben angeht, betrifft, sondern nur darauf aufmerksam zu machen, dass es eben so etwas wie eine nicht vertretbare Perspektive der ersten Person zu dem gibt, was unser gelebtes Leben ist. Es ist unsere Einstellung zu den Dingen, die uns im Leben passieren, die uns ganz wesentlich charakterisieren und ausmachen. Und es ist, lassen Sie mich das zum Ende dieser ersten Vorlesung sagen, es ist auch die Einsamkeit, die den Menschen konstituiert. Denn kein Mensch, selbst wenn wir ihm noch so viel von uns erzählen, kann je diese Perspektive, die wir unserem Leben gegenüber haben, einnehmen. Und diese Einsamkeit als ein existenzielles Problem des Menschen wird uns verschiedentlich in dieser Vorlesungsreihe noch beschäftigen. Dann, wenn wir über Freundschaft und Liebe miteinander nachdenken und uns fragen, ob wir andere Menschen brauchen, um diese Einsamkeit auszuhalten. Oder dann, wenn wir auch in unserem äußeren Leben einsam sind, wenn es um das Sterben, um den Tod geht, etwas, was uns kein Mensch abnehmen kann.